Konnichiwa, Minasan, Yokido des. Und heute ist wieder Sen bei mir. Guten Morgen, Sen. Sen des, guten Morgen. Sehr gut. Und heute sind wir wieder in der OSL und zwar im zweiten Halbfinale. Und das bestreiten Hero und Chaedong. Was meinst du zu den beiden Spielern, Sen? Hero ist der Protoss, oder? Fast, Sen. Nein, Chaedong wird ihn natürlich von der Platte putzen. Ist doch davon klar. Gehen wir aus. Es ist ein Zerg gegen Zerg. Hero mit erstaunlicher Leistung bisher in der ganzen OSL, logischerweise, weil sonst wäre er nicht im Halbfinale. Im Viertelfinale gegen Rushing gewonnen und auch das muss man erstmal schaffen. So, Chaedong, gut, dass der soweit ist, braucht einen, glaube ich, gar nicht zu wundern. Und hast du gerade aufgepasst, welche Karte und wo die Spieler sind, Sen? Ich habe es gerade voll. Die Karte ist Return of the King. Okay. Und ja, es sind zwei Zerg. Also ich glaube... Nein, wirklich, Sen. Oh mein Gott, es sind zwei Zerg. Ich glaube, Hero ist der Blaue. Aber ich müsste mal kurz gucken, wie der überhaupt heißt. Also auf Koreanisch. Auf Koreanisch, vielleicht können wir hier mal... Ach, verdammt. Ja, passt schon. Ah, nee, da steht's. Okay, Hero ist der Blaue. Also Hero links oben und Chaedong der Weiße rechts unten. Und wow. Das ist sehr, sehr schöne Schilder. Fast zur Hölle. Ja, genau. Ich bin ganz gespannt darauf, in welcher welcher Form Chaedong heute ist. Oh ja, ich auch. Also, auch wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wenn er in guter Form ist, dann gibt es, glaube ich, ein 3-0 für Chaedong. Es ist in Best of 5 übrigens. Ansonsten, wenn er einen schlechten Tag hat, wird er Hero wahrscheinlich trotzdem besiegen, dann halt 3-2 oder sowas. Obwohl es vermutlich alle wissen werden, Chaedong hat nämlich beeindruckende 80% Siegesrate bei CVCs. Zumindest in den letzten 10 Spielen oder sowas. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es für eine Statistik war, aber siehst du, egal welche Statistik, bei Chaedong sind alle Statistiken ziemlich beeindruckend. Insofern ist es eigentlich ziemlich egal. Wir sehen jetzt Pool und Gas von Hero und Chaedong, interessanterweise mit einer sehr schnellen Expansion. Was jetzt vor allem bei so schnellen Spielen wie Zerg gegen Zerg nicht gerade, das wie soll ich sagen, nicht gerade Standard ist. Außer man hat sehr viel Selbstbewusstsein, was bei Chaedong wahrscheinlich schon der Fall ist. Das darf er auch haben. Wahrscheinlich spielt er nur mit der linken Hand und nur mit der Maus. Genau. So mit 50 APM oder sowas. So, um Hero noch eine Chance zu geben. Da ist er und da ist Hero. Das ist schön. Ne, die Karte ist groß genug, als dass man es riskieren könnte. Vor allem jetzt sind sie ja praktisch weil sie genau gegenüber gesetzt. Und werden das erst sehr spät herausfinden. Beide. Und ja. Also bei Zack gegen Zack sollst du jetzt mal ein bisschen mehr reden, weil... ich habe noch nie CVC gespielt. Das ist traurig, Sen. Was hast du die ganze Zeit gemacht? Ja, CVP, CVT, PVT, PVP, alles. Aber kein CVC. Okay. Naja, Fakt ist, dass Hero natürlich ein wenig früher Zerglänge haben wird. Aber das ist, wie gesagt, bei dieser riesigen Distanz zwischen den beiden völlig irrelevant. Also bis dahin kann Chaedong eine vernünftige und vor allen Dingen standsichere Verteidigung hochziehen. Abgesehen davon, dass seine Zergling Maestro sicherlich besser ist als die von Hero. Sicherlich. Also zumindest von dem, was ich von den bisherigen Spielen weiß. Ja. Also ich meine, Hero sieht zwar aus wie ein Glücksbärchen, aber er hat natürlich keine Superkräfte, auf die er sich verlassen muss. Aber gegen Chaedong ist auch Glück wahrscheinlich nicht sehr viel. Natürlich hat Chaedong tatsächlich durch die frühe Expansion einen großen Vorteil. Das Gegenüberliegende hat er jetzt tatsächlich auch ein bisschen Glück einfach. Dass eben Hero nicht gleich neben dran ist. Und beide sammeln jetzt so ein bisschen ihre Zerglinge. Naja, übliches Taktieren halt, ne? Übliches Zerg gegen Zerg eben. Und mit ihren zwei Hatcheries bauen sie natürlich massig, beziehungsweise können massig bauen. Und dann wird es natürlich darauf ankommen, wer als erstes den Lair hat, den Spire und entsprechend zuerst die Luft. Wie bei Zerg gegen Zerg nun mal üblich. Und hier kommt Hero mit einer sehr schlechten Attacke. Das wird wohl nix. Ja, Chaedong deutlich überlegen und oh. Aber gut, das war nur Nachschub. Da hat er Chaedong ein bisschen an der Nase herumgeführt. Jetzt geht's nämlich gegen die Drohnen. Allerdings obwohl, nur drei Zerglingen, das ist dann auch nichts. Und oh, Chaedong. Gegenangriff. Gleich mit dem Gegenangriff, sehr schön. So gefällt uns der gegen Zerg. Oh, und es ist eine Sanken wahrscheinlich, die da. Hero hat oder noch nicht genug. Das ist bestimmt Zerglinge. Schon der Spire, oder? Südlich. Ja, oder den Leer da.
Ja, also. Aber auch Chainung ist sein Cycling nicht sehr erfolgreich. Gut, die beiden angeschlagen. Ja, natürlich, aber. Er hat da einen in der Ecke sitzen, hast du es gesehen? Ja, ja, habe ich gesehen. Damit geht er bestimmt gleich in die Main, um noch ein bisschen zu scouten. Und genau, auf beiden Seiten der Spire und Chainung Spire ein bisschen früher. Was ihm natürlich noch einen kleinen Vorteil geben wird. Und mich wundert ein bisschen, dass er sich das zweite Gas noch nicht geholt hat. Naja, komm dann, sobald die Zeiglinge haben. Naja, vermutlich geht er auf einen. Den Spire haben, die Zeiglinge, genau. Vielleicht geht er auch auf einen kombinierten Angriff, gleich von Anfang an. Gut, gut, möglich. Ich meine, die Zeiglinge haben sie beide noch und die werden sie sicherlich auch zum weiteren Angreifen nutzen. Wie in Zeiglingen Zeig nun mal üblich. Ach ja. Ja. Oh nein, das übernehmen die zwei Zeiglinge. Oh! Stark eingekesselt, aber Hero ist natürlich auch mit der Information, dass immer noch genügend Zeiglinge von Chaelong vorhanden sind. Und jetzt wird er wahrscheinlich hoffen, dass Chaelong sein Spire nicht allzu früh hat. Wobei, ich glaube, der hatte noch einen Overlord gesehen, oder? Hero? Oder? Ja. Was macht er denn da? Oh, Hero in die Expansion von Chaelong. Und Chaelong greift interessanterweise nicht an, das ist, sondern zieht einfach nur die Drohnen ab. Interessant. Ja, gut, kommt er. Okay. Was auch immer das jetzt gewesen ist. Ja, sehr, sehr seltsam. Vielleicht hat er auf die Mutterlisten gewartet. Für mich hat es so ausgesehen, als hätte er genug Zeiglinge gehabt, um das jetzt mir abzuhalten. Auf jeden Fall, da sind die Mutterlisten von Jadon und ja. Overlord jagt. Genau. Overlord sterben meistens als erstes. Ist ja eigentlich auch aufgefallen, dass Hero eine sehr schlechte Drohnenauslastung hat bei seinen beiden Basen, also... Bei der Expansion vorher ist es mir sehr aufgefallen. Das waren nur 3 oder 4. Ach guck mal, da ist der Käfer wieder. Welcher Käfer? Ach, da hier am Vorhang habe ich einen Käfer sitzen. Der ist irgendwie vorhin reingeflogen, wo ich gelüftet habe. Ein Marienkind. Das erste Zeichen vom Frühling. Das macht 2 Overlords für Jadong und... Na, ein... Nord, immer noch nicht. Einen für... Hero. Das hat jetzt gedauert, ja. Das wäre mal völlig unnötig, wenn sie die Scourge dafür benutzen würden, in die Overlords reinzufliegen. Boah. Das ist so geil, das zu machen. Das wäre so ein... Ja. Um Killer zu foppen, benutze ich die Scourges immer, um die Observer zu killen. Das ist ja eigentlich auch völlig Geldverschwendung. Nee, eigentlich nicht. Das machen die Pros auch. Ja? Ja. Cool. Dann mache ich also was Sinnvolles und hab Spaß dabei. Wie willst du sonst die Observer kriegen? Außer halt mit einer riesigen Hydralisken-Armee. Och, es reichen eigentlich 2 aus. Hm? 2 reichen aus. Hydralisken meinst du? Ja. Ja gut, aber da der Protoss hat meistens unserem Observer noch eine Armee, zumindest wenn er... Keine Mineralien mehr für Jadon in seiner Expansion, dafür allerdings Gas. Gas, ja. Ja gut, dann werden wir wohl viel Mutalisken sehen. Ja. Interessant. Und da habe ich jetzt gerade auch nicht aufgepasst, bei Hero ist es wahrscheinlich, da macht er wahrscheinlich beides noch. Ja. Seine ökonomische Situation ist sicherlich schlechter als die von Jadon. Vielleicht natürlich. Hat er das auch mitbekommen und geht jetzt deshalb auf Mutalisken. Oh, der jetzt kombinierte kommt der Angriff von Jadon. Alles dabei, Scourge, Mutalisken und jede Menge Zeitlinge. Und in jedem Fall mehr als das von natürlich, Hero. Das wird jetzt wohl... Ja. Jetzt wird Hero mal wirklich versuchen müssen, das zu verteidigen. Und das wird verdammt schwer. Oh mein Gott, und fast alle Zeiglinge überleben schon von Neil Chaelong. Damit wird er wahrscheinlich in die Main reinrennen und mit den Mutalisken die Expansion angreifen. Alle Scourges von Chaelong sind kaputt oder gelandet? Also von der Luft her wehrt Hero das im Moment noch ganz gut ab, aber die Zeiglinge von Chaelong sind halt jetzt überall und das ist nicht gut. Okay, er mint nicht mehr bei seiner Expansion, das ist schon mal schlecht. Und jetzt kommt der Luftangriff über der Main. Oh Gott. Mit jeder Menge Scourges. Oh nein. Ja, das ist GG. Oh Junge. Ja, ich meine, das sieht schlecht aus. Ja. Und, ja, Chaelong deutlich überlegen. Jo, das war der... Ja. Chaelong, ja. Da hat man es gesehen, der Produktionsvorteil hat Chaelong gelangt. Bärchentränenmarsch. Am Anfang war vielleicht nur ein kleiner, aber bitte. Bärchentränenmarsch. Was? Bärchentränenmarsch. Glücksbärchentränen. Mensch. Gut, egal. Ich will das gar nicht wissen, Sam, deine
Vergangenheit. Ja, Chaelong mit einem am Anfang erstmal kleinen Vorteil, aber ziemlich schnell ausgebaut und mit einem ja, deutlichen Angriff am Schluss. Super. Dann sehen wir uns im zweiten Satz. Jo, bis dann. Tschüss.